wir wollen Chancen für alle, Wahlfreiheit und breite Zugänge zum Studium. Und deshalb ist es so dringend erforderlich, die Grundfinanzierung unserer Hochschulen zu stärken. Wir reden heute über eine kleine, ja minimalistische Änderung am Hochschulrahmengesetz, die wir zügig vollziehen sollten. Es wird gestrichen der Paragraph 32 zur Vergabe zulassungsbeschränkter Studienplätze. Wir erfüllen als Gesetzgeber damit einen Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, das insbesondere moniert hat die Abschaffung der Wartezeitquote Humanmedizin. Und das ist ein wichtiger Schritt, deshalb das zu machen. Ich sage auch sehr klar, das ist wirklich ein gelungenes Beispiel auch von Bund-Länder-Zusammenarbeit. Das ist in so stürmischen Zeiten wie momentan sehr, sehr wichtig. Gemeinsam, zügig, handlungsfähig haben Bund und Länder hier was vorgelegt. Manche hier im Haus hatten das Hochschulrahmengesetz längst vergessen, weil es 2005 durch eine große Koalition quasi zertrümmert worden ist, weil die Länder ein Abweichungsrecht bekommen haben. Der Bund kann aber bei Zulassungen und Abschlüssen noch handeln. Und es ist nicht besonders sinnvoll. Bitte? Wollen Sie mir eine Zwischenfrage stellen? Entschuldigung, aber es macht auf jeden Fall keinen Sinn, dass das Hochschulrahmengesetz ein solches Schattendasein führt. Die Länder haben jetzt geliefert. Sie haben einen Staatsvertrag ausgehandelt zur zentralen Studienplatzvergabeverfahren bei Medizin, Tiermedizin, bei Zahnmedizin, bei Pharmazie. Und die Kriterien sind neu ausbalanciert. Und das macht auch Sinn. Drei zentrale Änderungen. Die Abiturquote wird von 20% auf 30% erhöht. Und was wir besonders wichtig finden, es wird eine Eignungsquote eingeführt. Das ist klasse, weil damit auch diejenigen, die beispielsweise Rettungssanitäter sind oder eben beruflich qualifiziert sind oder auch diejenigen, die eben kein 1er-Abitur haben, die Chance auf ein Medizinstudium bekommen. Und die Hochschulauswahlverfahren werden jetzt endlich auch stärker standardisiert. Und das ist doch eigentlich vernünftig, wenn man da eine Gleichwertigkeit reinbringen will. Ich sage sehr deutlich, es muss digital und sozial nachgebessert werden. Im 11. Jahr des dialogorientierten Serviceverfahrens funktioniert das mit den Fächerkombinationen immer noch nicht gut. Und deshalb muss man doch eigentlich in einem Land, was digital auch vorneweg sein sollte, es aber leider nicht ist, hier auch nicht jetzt mit solchen Übergangslösungen arbeiten für das Medizinstudium, sondern da vorankommen. Und das Zweite, was wichtig ist, die soziale Herkunft. Wir sehen, dass die soziale Herkunft maßgeblich noch darüber entscheidet, ob man ein Studium aufnimmt oder nicht. Das darf in unserem Land so nicht sein. Wir wollen mehr Arbeiterkinder auf dem Campus. Und deshalb ist es so wichtig, eben auch über breitere Zugänge zu sprechen und zu handeln, Chancen für alle zu erreichen. Besten Dank.